Jo, Leute, heute geht es um World of Mining, ein neues Mining-Game, das ich entdeckt habe mit einem Move-to-Earn-Ansatz. Die App ist auch schon am Start, ist downloadable. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Gibt es nämlich im Google Play Store und auch im iOS App Store. Die Webseite gehen wir gleich kurz durch. Es geht, wie gesagt, um Mining, aber das Ganze eben auf einer Real-World-Map verknüpft mit NFTs. Hier sehen wir Ausschnitte aus der App, so soll das Ganze aussehen. Also man kann dann zum Beispiel eine Schaufel quasi als NFT minten. Wenn man dann so ein NFT hat, kann man auf der Real World Map unterwegs sein. Dann muss man natürlich Schätze suchen und an bestimmten Stellen, wo man die Schätze findet, kann man die dann diggen, also graben nach Schätzen und so dann was dazu verdienen. Also Move to Earn und Mining kombiniert in einem. Und es gibt den WOMAX Token, also World of Mining Token, der hier dazu gehört. Ihr seht, so sieht das Ganze dann aus, wenn man quasi was gediggt hat, wenn man was gefunden hat. Ich wollte euch kurz zeigen, genau hier, den WOMAX Coin, der eigentlich einen super Start hingelegt hat. Ihr seht hier, der ist gelistet seit 1. Januar. Dann ja, hat eigentlich einen relativ guten Kursanstieg hingelegt, hatte dann hier mal ein All-Time-High am 28. Januar, bisschen abgefallen, aber hält sich eigentlich seitdem. Man muss natürlich sehen, dass das Game eine ganz geringe Market Cap hat, das sind nur 70.000, aber immerhin, also 70.000 ist auch nicht wenig und wir haben eine Liquidity von 21.000, also es gab schon Krypto-Games mit weniger Liquidity und weniger Market Cap. Natürlich ist es absolut High Risk, das müsst ihr wissen. Dieses World of Mining Games sind immer High Risk Assets, aber es ist alles am Start. Ihr seht hier die ganzen Socials, alles Discord, Telegram, kann man alles auschecken, wenn man sich dafür interessiert. Und die Entwickler Community, mit denen habe ich ja auch schon gesprochen, die kommen übrigens aus der Türkei, wie man hier sehen kann. Genau, das ist das Team, das dahinter steckt. Wir sind noch ein paar weitere Partner angegeben, die mir jetzt eigentlich nichts sagen, die sind auch nicht verlinkt. Wie gesagt, ich kann auch nichts über die Langfristigkeit von dem Projekt sagen. Ich weiß nur, ja, dass es eben ein NFT-Game ist, das läuft, der Token ist am Start und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann ja auch nochmal auf die Roadmap schauen beim Punkt Entwicklung. Da sehen wir, dass ja, wir eigentlich hier schon angekommen sind, also mit dem Public Sale, der stattgefunden hat, NFT Presale. Das ist vielleicht noch interessant, kann ich euch zeigen. Da gab es so ein paar schicke NFT-Boxen. Beziehungsweise, ich glaube, da arbeiten sie noch dran. Ich habe gerade CoinMarketCap gecheckt. Da gibt es nur einen Liquidity Pair, aber noch keinen einzelnen Coin. Also wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, den Coin gibt es über PancakeSwap, also auf der Binance Smart Chain. Und das Game bekommt ihr über die App, die ihr downloaden könnt, und dann müsst ihr euch einfach registrieren und dann seht ihr ja in-game, kann man dann die Map, also nach Schätzen durchsuchen, und in-game kann man dann auch sein NFT minten. Außerdem gibt es natürlich dann die Möglichkeit, die NFTs zu handeln über den NFT Marketplace. Wenn man einen Game-Account hat, ihr seht, ich komme jetzt hier auf die Login- und Register-Seite, dann kommt man so auch auf den NFT Marketplace. Wie funktioniert das Ganze, damit ihr das noch einschätzen könnt? Also einfach über die GPS-Funktion an eurem Smartphone, sind halt einfach über so eine Real-World-Map, sind verschiedene Schätze weltweit verteilt, und dann ist dieser Move-to-Earn-Ansatz, dass man sich halt dahin bewegen muss, um dann zu diggen und einen Schatz zu bekommen. Man braucht, wie gesagt, ein NFT, um zu starten, und das White Paper muss ich euch ja nicht vorlesen. Checkt es einfach mal, wenn ihr euch dafür interessiert, verlinke ich euch unten. Vom Prinzip her bin ich es mit euch durchgegangen und ihr habt es auch an Bildern hier gesehen, wie das Ganze funktioniert. Die Tokenomics müssen wir uns noch kurz anschauen. Die Excavation Tools, also die Schaufeln, die sind limited. Es gibt nur 15.000, also hier haben wir einen Limited Supply. Und auch der Token ist limited, allerdings sieht hier natürlich die Zahl ganz anders aus. Hier haben wir 100 Millionen, die hier am Start sind. Eine Kaufgebühr, also eine Purchase Tax, gibt es nicht, aber eine Sale Tax mit 10%. Und daraus, also aus diesen 10%, wird dann auch die Price Treasury, also das, was man quasi gewinnen kann,
immer wieder gefüllt. Also letztendlich, wenn man das liest dann und sich ein paar Gedanken darüber macht, dann weiß man, dass das ja auch so Ponzi-artig aufgebaut ist. Aber es ist klar, überall, wo Geld ausgeschüttet wird, muss es ja auch irgendwo herkommen. Und das heißt, wenn man diesen Satz hier liest, dann sieht man, dass das Ponzi-Nomics hat. Aber es läuft natürlich, solange sich Nutzer dafür finden, und wir sehen, dass es bis jetzt auch läuft und funktioniert, und das schon eine ganze Weile. Also ich meine schon jetzt fast 2 Monate. Manchmal halten sich so Games auch wirklich monatelang. Manchmal verschwinden die einfach von der Bildfläche. Das kann man nicht einschätzen. Werden die Entwickler auch irgendwann einfach genug haben oder Angst haben, dass die Wallet sich leert und dann machen die sich noch mit irgendwas aus dem Staub. Das möchte ich dem Projekt hier jetzt natürlich nicht unterstellen, aber solche Sachen kommen ja vor im Crypto-Gaming-Space. Darauf möchte ich euch einfach nur hinweisen, dass immer alles High Risk ist. Ich habe mir auch den Smart Contract für den Womax Token mal kurz angeschaut. Das Interessante für mich ist einfach, wie viele Transfers haben stattgefunden und noch viel wichtiger, wie viele Holder gibt es. 1097 verschiedene Wallet-Adressen haben diesen Token. Also ich nehme an, dass ein Großteil davon Spieler sind, also sind schon über 1000 dabei. Das ist eigentlich relativ viel für die Art von Game, für ein NFT-Game, das ja relativ neu ist, ohne ganz große Promotion, also eigentlich gar nicht schlecht über 1000 Holder, das will ich damit sagen. Und ob jetzt alle spielen, ob alle den Token so einsetzen und quasi spielen, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, manche haben den Token einfach gekauft und handeln damit. Es kann natürlich auch sein, dass manche einfach Team-Wallets sind, dass das Team auch ein paar Tokens hält. Genau.